So, herzlich willkommen zu einer kleinen FIFA 17 Session. Genauer gesagt, spielen wir heute die Demo. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Denn bei FIFA 16, dem Vorgänger von diesem Spiel hier, hatte ich doch sehr viele Mängel im Laufe der Spielzeit entdeckt. Seien es die Schiedsrichter gewesen oder Ballannahmen. Pässe etc. Torhüter vor allem auch. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass die ganzen Fehler ausgemerzt worden sind und in diesem Spiel nicht mehr vorhanden sind. Ja, aber falls ihr euch ein bisschen mit dem Spiel schon beschäftigt habt, dann wurden die großen Änderungen ja schon gut angekündigt mit der Frostbite Engine von DICE, die ihre Battlefield-Spiele auf dieser Engine entwickeln. Was wird noch großartig angekündigt? Ja, hier sehen wir es ja, neue Angriffstechnik, überarbeitete Standards, bessere Zweikampfführung kommt jetzt, glaube ich, auch als nächstes. Genauer Körpereinsatz ist es und die adaptive Spielintelligenz, Spielerintelligenz. Ja, und natürlich der neue Karrieremodus, wo man hier mit dem Alex Hunter spielt. Eins muss ich schon mal direkt vorweg sagen, ich bin kein Ultimate Team Spieler. Mir macht dieser Spielmodus einfach keinen Spaß. Ja, deshalb, gut, ich werde es vielleicht hier mal. Hier gibt es bestimmt auch wieder einen Spielmodus, den man hier spielen kann, aber es hat mir nie Spaß gemacht. Ja. Ich habe die Beta, kam ja, die Beta. Die Demo kam ja gestern raus. Ich habe die auch schon gestern Nacht dann einmal angezockt mit einer Partie. Ja, erster Eindruck wirkte eigentlich ganz gut, aber schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ich würde einfach sagen, legen wir direkt mal los. Gucken, mit welchem Team wir spielen. Mal gucken, welche Mannschaften es hier überhaupt gibt. Also City habe ich gesehen, Juve, Inter, die neue japanische Mannschaft, Osaka, Chelsea, Bayern, die Tigers. Oh, weiß gerade nicht genau, wo sie herkommen. Seattle, Real Madrid, PSG und Olympique Lyon, United. Gut, ich glaube, mit City werde ich heute nicht spielen. Denn Gladbach, so mein Verein, spielen heute noch gegen die. Eigentlich sollte das Spiel ja gestern stattfinden, aber wahrscheinlich habt ihr es alle mitbekommen, wenn ihr Fußball verfolgt. Wurde aufgrund von Regen, Fällen abgesagt, verschoben. Und wird heute nachgeholt und deshalb ich sehe das als schlechtes Omen, wenn ich jetzt mit City spielen würde. Gut, wen nehme ich denn dann? Ah, nehmen wir einfach Klassik. Komm, nehmen wir einfach mal erstmal Juve, Manchester United und dann machen wir hier einfach mal ein bisschen Zufall. Ja, komm, eine stärkere kann es schon sein. Das City ist natürlich schon direkt sehr interessant. Spielen wir klassisch rot gegen die Klassiker blau. So. Was haben wir denn hier so Feines? Viererkette werde ich auf jeden Fall spielen. Ich bin kein Dreierkettenfreund. Hier vom Spiel. Ach, das haben sie immer noch nicht geändert, dass wenn man vom Torwart rechts drückt, dass man nicht weiterkommt. Wenn man hier vom Innenverteidiger rechts drückt, dass man dann wieder auf den Torwart kommt. Das hat mich schon früher immer sehr aufgeregt. So, was denn mit Valencia? Ja, komm, machen wir einfach hier mal ein bisschen. Ja, ne, Fellaini. Ja, Schweinsteiger muss natürlich dabei sein. Da hat der Schneiderlin leider jetzt verkackt. Tut mir leid für ihn. Ja, man muss schon sagen, ist schon Wahnsinn, was Manchester United diese Saison für eine Mannschaft hat. Aber davon lasse ich mich jetzt erstmal nicht aufhalten. Ich gucke mir einfach nochmal ein bisschen die Anweisungen an. Ja, das sieht hier im Grunde so aus wie bei FIFA 16. Taktiken. Druck, das sieht auch alles nach FIFA 16 mäßig aus. Ja, sagen wir, komm, spielen wir auf Profi erstmal. Ich weiß
weiß gar nicht mehr, was ich gestern gezockt habe. Ich glaube, ich habe standardmäßig gezockt, also erstmal Vollprofi gezockt. Habe ich mich auch nicht blamiert, zum Glück. So, dann lupfen wir mal hier ein bisschen. Schöner Netzroller hier gehabt. Nicht getroffen. Schlecht. Welcome to every one of you to today's game. I'm Martin Tyler and the biggest welcome from me is to Alan Smith alongside. Erstmal einen kleinen Eindruck hier gewinnen lassen. Manchester. We've got Manchester City against Manchester United, but the whole area is infected with football enthusiasm and now Manchester City can take on Manchester United really head to head. Yeah, can't they just? The noisy neighbors are here to stay, I think, and this one should be close. Number 12, Chris Smalling. Number 23. The unique talent of Zlatan Ibrahimovic, who's such a point for the way his side play. He is a modern day maverick. You never quite know what he's going to do with the football. Top game, top man, I think, Sergio Aguero. Yeah, he's the one to watch. He's the one that his teammates will be looking to make the difference. This is then the United lineup. David De Gea starts in goal. Chris Smalling starts with Eric Bailly. Ja, also der ist schon ganz schick. Haben wir ja gerade schon gesehen. Jetzt sind auch die Trainer hier zu sehen im Spiel. Ja, ist eine ganz nette Neuerung, aber ich hoffe, für diese Arbeiten haben die überfällige Arbeiten wie Fehlerbehebungen und sowas nicht fallen gelassen. Ansonsten ist das schon ganz nett. Schade nur, dass es halt wie auch der neue Karrieremodus nur auf die Premier League beschränkt ist. Klar, als Deutscher, als Fan eines Bundesligisten, würde man das natürlich auch gerne dort spielen, aber hat die Premier League halt wie so oft den Vorzug bekommen bei Neuerungen. Zum Beispiel auch war das bei FIFA 16 oder 15, wo es eingeführt worden ist, dass alle 20 Stadien der Premier League Teilnehmer ins Spiel integriert werden. Das sind natürlich so Kleinigkeiten, die halt die Premier League den Vorzug bekommt. Aber gut, sei es drum. Dann halt im nächsten Jahr, da wird es hoffentlich dann auch in der Bundesliga zur Verfügung stehen. So, ich muss erstmal überlegen, ob ich mit der Kameraeinstellung jetzt hier zufrieden bin. Trainer natürlich aus. Ja, doch, ich glaube, damit kann ich spielen. So. Was mich bei den... Ich bin eigentlich ein Freund des Karrieremodus hier in dem Spiel. Was mich immer ziemlich aufgeregt hat, ist... Die KI hat mich persönlich auch mal ein wenig genervt. Das war immer so ein riesiger Unterschied zwischen zwei Schwierigkeitsstufen, immer zwischen Profi und Weltklasse, fand ich persönlich immer, dass es ein Riesenunterschied ist und dass die KI dann halt ihren Vorteil als KI halt ausgenutzt hat, um dann halt alles Mögliche zu machen, um im Ballbesitz zu bleiben. Und also im Sinne von Gretchen erahnen etc. oder beziehungsweise Gretchen innerhalb einer Nanosekunde darauf reagieren zu können, um den Gretchen halt ausweichen zu können etc. Oder wenn man dann mal in den Zweikampf kommt, dass der Ball dann jetzt ausfliegt etc. Das war eine persönliche Beobachtung, kann natürlich auch alles falsch sein, aber das hat mich halt doch schon immer ziemlich genervt. Den wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Na ja, komm, beruhigen wir das Spiel erstmal hier ein bisschen. So. Gucken, ob die RBA-Pässe besser funktionieren. Da hatten die nämlich oft Ballprobleme, Annahmeprobleme. Das hat immer ziemlich genervt, wenn man halt mal so einen tiefen Seitenwechsel machen wollte. Aber das sieht hier eigentlich schon alles sehr viel besser aus. Ach nein, nicht der. Ja, schöner Spielaufbau über Schweinsteiger. Ah, nein, nicht der. Nein, nicht der. Gut. Befehle müssen eindeutiger noch präzisiert werden. Gut, gut. Wenn es so oft hintereinander passiert ist, dann bin wohl ich schuld und nicht das Spiel.
Muss auch sagen, ich kann auch jeden Satz nicht mit "ich muss sagen" anfangen, aber egal, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Ich bin eigentlich ein FIFA-Spieler, das heißt, den Konkurrenten Pro Evolution Soccer, den habe ich immer nur in den Demos gespielt. Dies hier, also die Demo in diesem Jahr zu Pro Evolution Soccer habe ich noch nicht gespielt. Aber ich muss auch wieder ehrlich sagen, dass mir die Demo schon immer von FIFA besser gefallen haben als von Pro Evolution Soccer. Ich müsste das wahrscheinlich nachholen, um dann halt in diesem Jahr auch wieder eine relativ sachliche Entscheidung oder Meinung bilden zu können. Aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, die Pro Evolution Soccer Demo zu zocken. Aber jetzt war ich auch erstmal hier bei FIFA. Komm, ja, schön. Und jetzt ablegen und Ibrahimovic. Zack, 1-0. Ich versuche meine Spielweise auch in FIFA immer nicht irgendwie den Spielschwächen oder Spielstärken anzupassen. Also bei FIFA 9 war das ja, glaube ich, FIFA 09 hat man ja damals noch gesagt, da war das, glaube ich, dass schnelle Spieler einfach total übertrieben stark waren. FIFA 10, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass man gefühlt aus jeder Position schießen konnte und der ging rein. FIFA 11 waren es, glaube ich, die angeschnittenen Schüsse. Etc. Also jedes Spiel hat irgendwie seine Stärken und Schwächen gehabt. Im letzten FIFA war das dann halt zum Beispiel so, dass man nach dem Anstoß mit guten Spielern einfach immer durchtricksen konnte und dann im Grunde nichts verhindern konnte, außer wenn man mal Glück hatte. Und ich bin ein Spieler, der versucht, das nicht zu machen. Ich versuche schön zu spielen, also so wie ich auch in echt, also den realen Fußball schön finde, mit kontrolliertem Ballbesitz, dann halt schnellem, also dass man das Spiel dann schnell verlagert und dann schnell nach vorne bricht. Oder halt, wenn es halt auch mal nötig ist und der Gegner halt, also das Spiel habe meistens immer 2-on-2 online gezockt, wenn es dann halt nötig war und die Gegner sich halt hinten reingestellt haben, dass man dann halt auch mal versucht hat, mit Geduld zu spielen, halt öfter mal hinten rum etc. Auf jeden Fall haben wir auch auf diese, ich weiß nicht, ob ihr FIFA 16 4 online gezockt habt, auf jeden Fall kam das sehr oft vor, dass einfach nur blöd mit LBY nach vorne geschossen wird, also mit dem Pass in den Lauf, den hohen Pass in den Lauf. Und dann einfach die guten Spieler, die man dann hat, bei manchen Mannschaften hat, die halt ein bisschen OP sind, dass man dann halt mit denen alles alleine macht, ein bisschen Tricks oder einfach nur blöd draufschießt und dann halt die Tore macht. Ja, das fand ich immer super langweilig in dem Spiel. Ich müsste halt auch, wenn ich ein Spiel spiele, dann müsste ich mich halt auch da wohlfühlen. Soll mir Spaß machen und nicht nur ums Gewinnen gehen. Es kam dann halt auch vor, dass wir dann halt teilweise Spiele hatten, wo wir 15-1 Torschüsse hatten. Wir halt leider zu unfähig waren oder halt der Torwart einfach alles rausgeholt hat und dann halt kein Tor geschossen haben wir. Und ja, die Gegner kamen einmal vors Tor, am besten dann noch in der 19. Minute. Gut, alte Fußballweisheit, wenn du es vorne nicht machst, wirst du hinten bestraft. Aber sowas konnte dann halt schon mal passieren und aber es waren dann trotzdem irgendwie coole, also klar war es ärgerlich, wenn man keine Buden gemacht hat, aber war dann doch schon teilweise schön Fußball, den wir da gespielt haben. Und ja, das hoffe ich halt auch, dass, also es gibt ja neue, diese neuen Zweikampf-Körpereinsätze, die besagen, dass man auch noch besser tricksen kann. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder, was schon mal passieren kann, ist ja, dass man, wenn man mit einer 4,5-Sterne-Mannschaft sucht und halt die Suchbedingungen nicht einschränkt, dass man dann schon mal 5-Sterne-Mannschaften finden kann. Und dann halt, keine Ahnung, wir haben halt viel mit Gladbach gespielt und Gladbach war halt im letzten FIFA-Teil eine 4,5-Sterne-Mannschaft und da konnte es halt schon mal vorkommen, dass man dann halt eine 5-Sterne-Mannschaft gefunden hat und wenn es dann halt Paris Saint-Germain haben wir öfters gefunden oder Manchester United.
Wenn die dann halt, damals war Ibrahimovic, also letztes FIFA war Ibrahimovic ja noch bei PSG. Und ja, dann, das Spiel der Gegner sah schon sehr einfältig aus. Einfach die ganze Zeit hochlang auf Ibrahimovic und dann irgendwie versuchen durchzuarbeiten. Ich hoffe, dass die neuen Dribblingstärken halt das jetzt nicht noch verstärken, dass halt noch einfacher ist, einfach nur durchzutricksen. Das fände ich dann doch sehr langweilig. Und jetzt eine schöne Flanke, hast du Ibrahimovic leider nicht, aber das ist auch egal. Pogba, schade. Ja, aber ich muss auf jeden Fall, so der erste Eindruck so vom Handling etc., vom Gameplay her, fühlt sich das schon sehr schön an. Aber das hat sich in der FIFA 16 Demo auch sehr schön angefühlt und ich hoffe, die Demo bestätigt diesmal den Eindruck. Ah, nee, der sollte ein Weitergehen zu kurz gedrückt. Aber Rooney rettet den Ball. Und jetzt eine tiefe Flanke. Ah, nee. Hat nicht geklappt. So, dann gucken wir mal, ob wir hier was auswechseln können. Was könnten wir denn machen? Jetzt hat sich natürlich eben nicht die perfekte Auswechselbank, wobei das sieht ja hier trotzdem schon ganz gut aus. Schweinsteiger sieht natürlich nicht mehr so gut aus. Ja, komm. Tun wir den Schweinsteiger leider raus. Muss halt sein. Komm, damit wir noch eine zweite Auswechslung haben, tun wir auch Martial raus und tun Young rein. So. Ja. Ich hoffe jetzt hier mein 2-0, ne, mein 1-0-Sieg, Entschuldigung. Der ist jetzt als... Gut, noch ist das Spiel natürlich nicht vorbei. Aber aktuell sehe ich das einfach mal als gutes Omen für heute Abend. Wenn Gladbach halt gegen City spielt. Wird auch ein ganz ungewöhnliches Gefühl für mich heute Abend sein, wenn ich das Spiel im Fernsehen gucke. Weil bisher war ich bei jedem Auswärtsspiel, Pflicht-Auswärtsspiel von Gladbach in Manchester, war ich bisher live dabei. Jawohl, da habe ich ihn. Ja. Ich bin froh auch, dass ich... hat alles viel zu lange gedauert. Da habe ich jetzt doch mal den LBY-Pass gemacht. Ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich letztes Jahr in Manchester war und nicht dieses Jahr. Boah, Mann, wäre ich verärgert, wenn ich... Wir sind damals knapp 22 Stunden, glaube ich, hingefahren. Es gab einen kleinen Zwischenfall bei uns. Wir sind mit dem Bus gefahren und wir sind, wo sind wir nochmal, auf die Fähre gefahren, in Calais auf die Fähre gefahren, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte unser Busfahrer dann seinen Pass, glaube ich, nicht dabei. Ja, und dann hat das erstmal... Wir waren eigentlich so gut in der Zeit, dass wir noch die frühe Fähre bekommen hätten um 22 Uhr, glaube ich, oder um 23 Uhr. Und das war halt die letzte gewesen, die letzte Fähre bis um 3 Uhr, glaube ich. Dann haben wir erst wieder die nächste Fähre gefahren, ja. Wir hätten eigentlich die frühe Fähre bekommen, wir wären gut in der Zeit gewesen. Dann hat der Busfahrer, kam dann nicht durch die Passkontrolle. Dann mussten wir da erstmal 3 Stunden warten. Oder 4, bis wir auf die Fähre fahren konnten. Mann, war das lustig. Und ja, dann nach London sind wir, nach City sind wir eigentlich, also Manchester sind wir eigentlich gut gekommen dann. Aber
Wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich nach dieser Fahrt wieder nach Hause fahren müsste, ohne das Spiel zu sehen. Ich wäre leicht verärgert gewesen, sagen wir es mal so. Junge, Junge, Junge. So, ja, erstmal locker hier 1-0 gewonnen. Das hatte ich mir die Statistik gar nicht richtig angeguckt, aber egal. Komm, nehmen wir jetzt mal Madrid. Gucken wir uns mal die beste Mannschaft hier in dem Spiel an. Komm, spielen wir gegen... Komm, spielen wir einfach mal gegen Bayern. Ja, spielen wir im königlichen Weiß. Machen wir schwarz-weiß hier. Gucken wir uns mal die Mannschaften an, aber das sollte ja eigentlich schon optimal sein. Bale, Benzema, Ronaldo, ja. Das sieht gut aus. Rodriguez, Kroos, Modric, Cavallal, Pepe, Ramos, Marcelo, Navas. Ja, das sieht doch gut aus. Hier noch irgendein schöner Auswechselspieler. Das reicht, damit kommen wir klar. 4-3-3 ist auch gut. So eine Offensivmannschaft ist auch richtig. Ja, freue ich mich jetzt mit Groß zu spielen. Komm, bleiben wir erstmal auf Profi. Ah, nice. Und dann ist der Groß auch direkt hier in der Arena. Das ist ja geil, ey. Zack. Ruckel, ruckel, ruckel. Oh, knapp. Oh, der war daneben. Ah, da hält der Neuer den, ist ja Wahnsinn. Ah, da macht er nix. Da macht er nix. Hi everybody, Martin Tyler here, along with Alan Smith, welcoming you to this big game today. How are Bayern Munich going to be these days, Alan? Do you think in this match, Real Madrid, who have got the eigentlich spiele ich auch ungern mit 5-Sterne-Mannschaften, also zumindest online. So offline-mäßig ist das schon ganz lustig, macht das schon Spaß, wenn man halt doch mit den besten Spielern der Welt spielt. Aber online ist es dann halt doch ein bisschen nervig, das hatte ich eben auch schon mal angesprochen, dass es einfach so ein paar Spieler gibt, Ronaldo gehört dazu, natürlich Bale auch, die einfach gefühlt nicht zu stoppen sind, und das ist dann doch immer sehr ärgerlich, wenn du dann halt online spielst und man das einfach merkt, wenn es einfach alles nur auf diese, lauf doch durch die Lücke, danke. Dass dann halt alles nur auf die Spieler ausgerichtet ist und die einfach die ganze Zeit nur versuchen zu tricksen und durchzulaufen. Und das findet man bei 4,5 Mannschaften zwar auch, aber nicht so deutlich. Und das ist dann doch schon... Ai, aber nicht gut verteidigt. Schön Tor. Na was? Schlecht geklärt. Ja, für uns. Also gerade kommt schon gut Stimmung hier rüber in dem Spiel. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich habe sowieso, warte, ich glaube gestern erst gelesen, dass es halt über 150 neue Fangesänge geben soll. Unter anderem soll auch Pyrotechnik jetzt in den Spielen vorkommen. Ich weiß allerdings, ich habe das nur in der Überschrift gelesen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich müsste mir den Artikel mal durchlesen. War, glaube ich, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, hat das sogar, glaube ich, nur die englische EA Sports Seite angekündigt und die deutsche nicht. Also in der Überschrift. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich der Fall ist, also weil hier ist es bisher noch nicht zu sehen, aber vielleicht kommt es nur bei besonderen Spielen vor, bei Derbys. Gut, eben hatten wir ein Derby hier mit Manchester, aber... Ah nein, jawohl. Vielleicht kann ich in der Demo. Und jetzt ablegen. Ah, genau so. Da machen die Bayern nix.
Können sie so super sein, wie sie wollen, da machen sie nichts. Ja, schön, schön, schön. Da macht der Modric das Tor. Ja, die Bayern haben ja gestern 5-0 gewonnen gegen Rostov. Oder war es sogar 6-0? Nee, ich meine 5-0. Ja, war natürlich ein eindeutiges Spiel, aber war auch zu erwarten, Rostov als totaler Underdog. War auf jeden Fall schon mal gut für die Deutschen, also für die Bundesliga. Erstes Team hat schon mal das erste Spiel gewonnen, das ist gut. Hoffentlich können heute die anderen drei deutschen Mannschaften nachrückziehen. Oh, jetzt komme ich ja gerade nicht an den Ball. Das gefällt mir nicht. Ah, war noch da, da macht der Lukas nix. Da macht der Lukas nix. Da kann er noch so super sein. Ich weiß gerade gar nicht, wegen Leverkusen spielt. Dortmund spielt ja gegen Warschau. Gladbach gegen City, spielt nochmal Leverkusen. Weiß ich gerade gar nicht genau. Aber ich glaube, Leverkusen hatte eine Durchschnittsgruppe. Eine gute Mannschaft, wenn ich mich... Ja, ich glaube, irgendwas Portugiesisch. Ich kann mich auch total hören. Ja, Barcelona hat gestern 7-0 gegen Celtic gewonnen. Ah, statt dem Gladbach-Spiel haben wir dann halt gestern ein bisschen Konferenz geguckt und dem Stande von 1-0 für Barca hatte Celtic sogar noch einen Elfmeter. Die hätten sogar ausgleichen können. Aber ich denke, einer letztendlichen Entscheidung hätte das auch nicht geändert. Ich denke, Barca hätte trotzdem gewonnen, aber ist natürlich, wenn man bedenkt, ne? Ich glaube, kurz danach haben die auch direkt das 2-0 gemacht, Barcelona. Und natürlich extrem ärgerlich gewesen. Aber war auch zu erwarten, dass die gewinnen. Gut so hoch, jetzt vielleicht nicht. Gut, vielleicht schon zu erwarten, aber dass Celtic dann da so untergeht, ist ja genauso wie... Ah, da ist der Neuer da. Die Leverkusen, die sind ja auch einmal 7-1 da untergegangen. War auch zu erwarten, dass die verlieren, aber nicht so hoch. Da so, kommt noch ein Angriff hier. Schön. Ah. Ich hatte noch keine Ecke hier in diesem Spiel geschossen. Muss ich mir mal kurz durchlesen. Die Markierung mit links, wo der Ball landen soll. X für einen hohen Flugball. Fortsetzen. LB. Kopf. Okay, das bewegt sich immer wieder Richtung Mittekreis. Uiuiuiui. Na gut, ey, die war trotzdem besser als jede Gladbacher Ecke in Real Life. Okay, Elfmeter habe ich auch noch nicht geschossen. Auch kein Freistoß. Also, das war jetzt allgemein die erste Standardsituation, die ich hatte. Die Einwürfe wurden auch erneuert. Einwürfe hatte ich natürlich schon. Aber da habe ich noch nicht drauf geachtet. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man jetzt ein bisschen an der Linie entlang gehen. War da noch was? Irgendwas mit... Na gut, das gab es schon im letzten Spiel FIFA, dass man nicht mehr den Einwurf gebenden Spieler steuert, sondern schon direkt einen im Feld. Ja, muss ich gleich mal drauf achten, wenn ich einen Einwurf habe. Ecke sind auf jeden Fall gerade, also muss man wahrscheinlich ein bisschen trainieren, bis man gute Ecken hinkriegt. Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste, weil mit bestimmten kopfballstarken Spielern konntest du einfach gefühlt durch jede Ecke ein Tor machen. Ach Junge, ey. Was meine ich mit KI? Kriegst du einfach nicht den Ball weg. Ja, guck, die kann sich perfekt so drehen, dass ich den Ball nicht berühre. Wobei, das kriegen andere Typen auch hin. Also online kriegen das auch manche Leute hin. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Müssen wir ein bisschen offensiver spielen hier. Da kommt CR7.
Oh, Kroos. Nein. Ah, dann macht der den nicht. Oh. Alles funktioniert so, wie ich es wollte. Nur das Tor nicht. Joshua Kimmich. Attacking now. Patience is the name of the game at the moment. He's got his shot off now. Das gefällt mir hier gerade nicht. Gut, sind zum Glück noch 30 Minuten zu spielen. Mit Verlieren habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Ah, lauf doch mit. Ah, bin auch auf Offensiv. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Danke. Even better, we're going to get a change. James Rodriguez. Carvajal. Ach man, lauf doch mit! Trying to switch on the attacking power in this situation. Oh, als ob der zudem zurückprallen würde. Gut, es geht los, ich krieg keinen Ball mehr. Und zack, habe ich den Ball. Einfach ein bisschen aufregen und dann klappt das meistens doch noch. Gucken wir mal, wie die Geräte sind. Ach, schade. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Well, the building steadily here, working away. Come on, Hasse. Good play, but the ball now, and the opposition can get at them. Kommt CR7. Defenders worried now about Cristiano Ronaldo. Ach, Gnarf. Thomas Müller. Little piece of interplay between the two. Ich fürchte, da muss ich in meinem dritten Spiel dann doch mal die Niederlage akzeptieren. Ja, kriegt man nicht gut. Ja, das können die Bayern natürlich dann aber auch ausspielen hier. Dafür sind sie gut genug. Ach, geht auch der andere dahin. Douglas Costa. Ach, ich hatte eben die Möglichkeit auszugleichen. Jungs, wir sind hier auf... Oh nein, wir sind doch nicht auf sehr offensiv. Scheiße. Komm. Ah, nein, warum kommt der Ronaldo denn dann nicht vorher an den Ball? Fuck! Ja. Da muss ich leider die Niederlage akzeptieren. Ja, ich glaube, anfangs sogar ein bisschen besser gewesen. Bayern hatte erst zum Schluss viele Chancen. Schade. So, ich denke, nach zwei Spielen können wir uns mal The Journey angucken. Habe ich gestern auch schon einmal gespielt. Aber gucken wir uns das hier erstmal alles in Ruhe an. Did they spell your name right, mes petits? I don't need to tell you how important a winning start is.
Keep it tight. Work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? So, jetzt haben wir hier eine Möglichkeit, was zu sagen. Was sagen wir denn? Mach ein Tor für mich. Das ist ein bisschen eiskalt hier. Das ist so all gleich. Ja, komm, machen wir mal hier ein bisschen Gleichgewicht. Ah, da verweigert er uns schon die Faust. Das ist sehr angespannt, der Walker. So, was machen wir denn? Ich habe gestern nur mit Hunter gespielt. Ich glaube, das machen wir erstmal auch wieder. Ah, Leicester hier schon mit 6 Punkten vorne. Das ist ja echt nicht so. Ich glaube, die sind relativ schwach gestartet. 1-1-2. Also ein Sieg, einen Unentschieden und 2 Niederlagen, wenn ich mich nicht irre. Achso, zum Fortfahren Start drücken, ja, klar. Gucken wir uns hier mal kurz die Tabelle an. Oh, Chelsea wieder schlecht gestartet hier in der FIFA-Saison. Naja, gut. Hi there everybody, Martin Tyler with you. Alan Smith alongside me. And we're at the home of Chelsea today, Stamford Bridge. Can't wait for this one, it's a full house and two excellent teams on view. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s. They love young players and they've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two excited players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here. And they'll be getting right behind him, I'm sure. So we've started on opening day at Stamford Bridge. Manchester United now on the attack. First half of the first game of the season that Chelsea were looking for, they have conceded their first goal of this new season and they haven't replied. Looking for an equaliser, and that's the Chelsea equaliser. Well taken and well deserved too, I think. Looks like we're going to see a Manchester United change. 20 minutes left. And it's Alex Hunter who's warming up. This will be his debut. Well, a bold move from the Manchester United coaching staff here. It's not the friendliest of environments. Schon sehr cool gemacht, finde ich hier gerade. Mit den Fans im Hintergrund. Wer bist du? Wer bist du? Sehr schön. Was mir aber auch sehr gut gefällt hier in diesem Spielmodus, ist die Einbindung der Kommentatoren. Ich hoffe, das ist im Deutschen auch so schön gemacht. So, jetzt dürfen wir, glaube ich, wieder was sagen, ja? Mal gucken, was wir sagen. Feuer. Das Spiel wie jedes andere. Nee, das ist, das ist schon ziemlich irre. Ist schon ziemlich irre. Make your first touch a good one and enjoy yourself. Trust me, you'll be fine. Ja, komm, probieren wir mal einen guten Eindruck zu machen. Gucken, wie viel Zeit wir haben. Ich meine, 70. Minute oder so ist das. Boni, so, beeindrucke den Boss. Erreiche das Spielbewertungsziel. Hol dir das Führungsjersey, das nächste Tor. Positive Gewinner das Spiel. Ja, da komme ich sogar für meinen Freund rein. Wenn ich das richtig in den Kopf habe, sind die beide beste Freunde, Walker und der Hunter. So, dann gucken wir da mal, was wir hier so machen können.
Freistoß für uns. Wir ordnen uns da oben ein. Minute ist. Ah, da geht die Flanke leider nicht zu uns. Hätte vielleicht anfordern müssen. Ja, zack, erstmal Ballberührung, erstmal verloren. Ah, gute Eroberung. Oh, schön. Ah, der hätte vielleicht schießen müssen. Ah. Ja, das ist sowieso so ein kleines Problem bei uns. Also uns meine ich jetzt meinen Kollegen, mit dem ich immer Tour und Tour online zocke. Ja, manchmal wollen wir es dann doch zu schön machen und anstatt einfach mal drauf zu semmeln, das spielen wir lieber nochmal ab. Fehlt ein bisschen die Keitschen. Manchmal ein bisschen so der Egoismus. Na komm, das müsst ihr jetzt alleine regeln, Kollegen. Ah komm, jetzt habt ihr ja doch Platz, Kollegen. Morgan Schneiderlin. Wayne Rooney. Michael Carrick. Here's a chance to attack. This is an excellent and shoots! Ach, einfach mal probiert. Aber ich finde ja, der junge Hunter, der Ort findet sich hier schon ganz gut rein ins Spiel. Ah, oh, ein schöner Doppelpass gewesen. Ah, sehr gute Ideen hier schon vom jungen Hunter. Das wird ein großer. Gestern habe ich gelesen, dass also hier auf Xbox ist es ja möglich, EA-Spiele schon über EA Access eine Woche früher zu bekommen. Ich habe aber gelesen, dass The Journey nicht vollständig vorhanden sein soll, schon in der Vorabzugang. Vermutlich, weil die sich nicht in die Karten schauen lassen wollen. Ah, da komme ich nicht an den Ball, schade. Was hier alles passiert in dem Spiel, also in dem Spielmodus. Ist eigentlich schade. Ich hätte eigentlich schon Lust, das Spiel, diesen Spielmodus dann direkt zu zocken. Aber muss man halt sich noch eine Woche gedulden, bis man das spielen kann. Remy. Strong challenge. Still as we are on the scoreline, but there's still time even this late in the game for a twist to the tail. Trying to find a way through here. Ah, nee, nicht so. Ein bisschen tiefer hätte der Pass kommen müssen. Rooney on the attack. Oh, schade. Dann fordern wir uns hier mal den Ball an. Ah, gestern hatte ich es geschafft, als ich das hier gespielt habe, das Tor vorzubereiten. Da haben wir 2-1 gewonnen. War der Boss doch schon sehr zufrieden. Aber gerade sieht es hier doch eher nach einem Unentschieden aus. Natürlich schade für die ganzen Fans hier, die mit nach London gereist sind. Da ist Nervosität im Spiel. Gut, da wird natürlich ein Schweinsteiger dem Spiel ganz gut tun. Mit seiner Erfahrenheit. Einfach mal durchlaufen. Ach, schade. Lass den Ball laufen. Ja, gut. Schade. So, von dem bisschen, was ich hier oben schon sehe mit den Bewertungen, was Plus und Minus gibt, ist jetzt hier, glaube ich, doch schon ein bisschen schöner gemacht. Schade. Gute Ecke. Schade. Ein bisschen weit vom Tor entfernt, aber schön frei zum Kopf gekommen. Morgan Schneiderlin stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. Ivanovic.
now, will you? Attacking well here. Well, that was looking good. And now 6 Minuten Nachspielzeit, natürlich auch schon sehr englisch. Komm, Kollege, wir müssen mal ein bisschen nach vorne kommen jetzt. Here's Hunter. Morgan Schneiderlin. Could be dangerous. Dann kommen wir jetzt hier in die Mitte. Zack. Ah, er hat ein paar gute Chancen. Leider nicht genutzt. Ein paar Sachen beteiligt gewesen. Aber trotzdem großer, auch wenn es heute nicht geklappt hat. Ah, das wäre unverdient gewesen, ganz klar. Komm, pfeif schon ab, Schiri. Stuck out a foot and cut off the pass. Impressive attacking play here from Manchester United. Ah, das war schön. Und Schuss. Oh! Oh! Junge, 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 Junge. One more chance, maybe. Here's Hunter. What a fine save. Wahnsinn, ey. Da hatten was für vier Chancen hatten. Junge, 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 Junge. Now it's with Hunter. They're on the attack here. The shot's on. And the goalkeeper has done well to stop that. Ja gut, die Chance war jetzt nicht so gut. Ach so, echt Wahnsinn hier, die 6 Minuten. Da waren jetzt echt gefühlt 6 Minuten. The final whistle goes and it has finished level at 1-1. Let's talk about the young debutants Alex Hunter and Gareth Walker coming here as visiting players, Alan. Your verdict. I thought Gareth did really well, actually, but just tired, didn't he, towards the end of his hour or so of action. That's understandable. Gucken wir mal unsere Leistung an. Boss, erster G, beeindruckt bei einer 7-0. Ah, das ist natürlich. Ah, Boss leider nicht beeindrucken können. Aber ein großer. Es wird ein großer, habe ich ja schon mal gesagt. Also. Manager-Feedback bei diesen hervorragenden Steilpässen hast du gezeigt, was in dir steckt. Ja, die waren echt schön, ja. Schöne Pässe nach vorn. Damit leistest du einen entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsdrang der Mannschaft. Ja, mit solch harten, präzisen Kurzpässen fällt es uns leicht, den Ballbesitz zu verteidigen. Ja, das sehe ich genauso. Kann man sich das jetzt hier nochmal angucken. Ah, 3 Schüsse sogar. Ja, schön. Gute 85%, ja, das ist gut. Wichtige Pässe ein, schön, schön, schön. So, ich glaube, jetzt wird noch ein Interview geführt mit uns. Ja, zum Fortfahren, ja, drücken wir mal Starttaste. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Ja, ja, Karen, das war schon eigentlich ganz geil. Ja, das war schon ein besonderer Moment einfach, ne? Erstes Spiel, das vergisst man nicht, das kann man schon mal sagen. Ja, da haben wir auf jeden Fall 2 Punkte verloren, auf jeden Fall. Ja, wir waren schon ganz klar das bessere Team. Gar kein Problem, Karen. Gerne, gerne. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. Nochmal einen kleinen Eindruck jetzt. Bin schon mal kurz ruhig. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. You can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready.
You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. Oh, he might have this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're going to make history. Incredible! My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. Ja, also cool aufgemacht ist es schon. Ach, da hätte ich jetzt keinen Schritt mehr. Kennen wir ja, cool aufgemacht ist es schon. Wie gesagt, hatte ich eben auch schon mal erwähnt mit den Kommentatoren. Das gefällt mir sehr. Welcome to the Premier League, etc. Schon schön. Scheinbar, so wie es hier aussieht, kommen wir noch durch Höhen und Tiefen. Bin ich mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall anzocken. Ist nur die Frage. Komm, spielen wir jetzt mal mit dem deutschen Verein hier gegen. Ne, 5 Sterne PSG. Ja, komm. Wo war ich? Ja, wie gesagt, nur schade, dass es dann halt, Premier League sein muss, aber gut. Gibt's ja auch schöne Vereine in der Premier League. Aktuell würde ich, glaube ich, sogar auch Manchester beginnen. Also United. Oder Arsenal vielleicht. Arsenal finde ich auch ganz cool. Ah, vielleicht sogar eher Arsenal. Ja. Souverän verteidigt. Nochmal souverän verteidigt. Kommt er einfach nicht an mir vorbei. Okay, jetzt kommt er an mir vorbei. Hi there everybody. Alan Smith alongside me, Martin Tyler. In the commentary box, it's with great view up here, Alan, and a great game, I think, in prospect. Yeah, we've got the best seats in the house and looking forward to an entertaining match here. So. Spielen wir mal gegen PSG. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die gestern 1-1 gegen Arsenal gespielt. Bessere Team gewesen. Gutes Mal, wenn man in der Champions League gegen Arsenal spielt, irgendwie immer. Fehler meinerseits, Glück gehabt. Eine schöne Lücke für den Gegner gemacht, war nicht so gut, Glück gehabt. Ganz einfach gespielt, aber nicht zu verteidigen. Ecke, so, zweite Ecke. Ah, die ist gut. Oh, ja, von wegen, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Starke Ecke. Und dann gewinnt der Müller das Kopfballduell. Ah, das gefällt mir doch. Nice, nice. Letzte Demo war natürlich besonders geil für mich als Gladbach-Fan. Letzte Demo, wenn man mehr Gladbach spielen. Das war schon sehr geil. Schade, dass sie dieses Jahr nicht wieder dabei sind. Na gut, man muss immer Abstriche machen. Und der Doppelpass. Nee, der doppelte Doppelpass klappt nicht. Ja, solange er da hinten rumspielt, das ist mir egal. Nein! Promising, but he's been stopped. Robert Lewandowski. Ah, der Pass hätte ein bisschen besser sein können. Ich Tempo rausnehmen. Thiago.
Blanc. Here's Douglas Costa. Patience is the name of the game at the moment. Played into the middle. Whoa! The wrong side of the post, but only just. Schade. That's an easy interception. The pass wasn't really a very thoughtful one. Thiago. Oh, fuck. Douglas Costa. Well, they're building steadily here, working away. Looking to play his teammate through. Schade. Deflected behind. Ja, mal gucken, ob ich die Ecke wieder so hinkriege. So, wie war das ungefähr? Nein. No! Off the post. Shit. Ah, Ecken laufen gerade hier bei mir. Sehr gefährlich durch Ecken. Angel Di Maria. Kenne ich eigentlich anders bei FIFA. Ecken eher ungefährlich. Ah, schöne Grätsche. David Alaba. Wer war das, der gegrätscht hat? Ich glaube, Boateng. Braucht er eigentlich gar nicht. So ein starker Spieler. Braucht nicht auf plumpe Mittel wie Grätschen zurückzukommen. Was somit? Weiß gerade nicht, mit wem ich verteidigt habe. Xabi Alonso. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Trying to thread it through here. Ach, Mensch, war schön gespielt. Schade. Aurier. Well, there's going to be 3 minutes added on. Edinson Cavani. Trying to switch on the attacking power in this situation. Nicht gut. Aber da habe ich den Ball. Hummels. Zack. Das ist natürlich auch eine Wahnsinnsverteidigung, die die Bayern haben. Wenn Hummels und Boateng fit sind, muss man ihn leider lassen. Wahnsinnsverteidigung. Und dann noch Alaba und Lahm auf den anderen Seiten. Boah, ist das eine Abwehr. Referee blows to start the second half with Bayern Munich leading here. He's coming forward with some danger. Und nicht das 2-0. Schade. Schneller Angriff. War gut. A shot count for you. It's not a very big one, is it? One shot, none on target for Paris Saint-Germain. Well, there seems to be a lack of confidence right through this side because they're not opening up the opposition. And on the few occasions that they do, they're just not working the keeper. Ja, so ein 2-0 wird mich schon sehr beruhigen. Krychowiak. Subs getting ready. Javier Pastore. Angel Di Maria. Well, this attack could have been a menace to it. Jetzt bin ich unter Druck. Also dürfen wir hier nicht spielen. So, jetzt geklärt, sehr gut. Kurz ein bisschen defensiv spielen, bis sich der Angriffsdruck der Franzosen beruhigt hat. Ach, gut. Keine Gefahr, Verzweiflung.
Zack sogar zum Mann geklärt. Das ist natürlich super. Ist das Ribéry? Verdammt. Ah, das war schön. Das war schön. Jawohl. Ja, das meine ich halt, ne? Konter hat nicht funktioniert. Müssen wir nochmal kurz abdrehen. Überlegt dann nochmal, überlegt dann zu Ende gespielt. Und dann kommt man doch nochmal vors Tor und macht sogar noch das Tor. Also, man muss nicht immer nur durchrennen. Is a throw. It was a fair tackle. David Luiz. Verratti. Well, there's going to be a substitution now. And in he goes with the tackle. Attacking well here. Ja, ungewollter Doppelpass, auch gut. Nein. Aus der Drehung gespielt, das war nicht gut. The opposition could get at them. Javier Pastore. Oh, da kriegt er den Ball dadurch. Maybe a sight of goal. Moving forward with some danger. He's got his shot off now. Naja, sauber. We've got 10 minutes left on the clock. Javi Alonso. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Ach, sauber. Der ist natürlich auch wahnsinnig schnell, der Costa. Der Pass war nicht gut. So, mal gucken, ob ich wieder so gefährlich sein kann wie eben. Och, was denn? Ah, come on. Looking at my watch, 4 minutes left. Ja, komm, 4 Minuten, das muss es sein. Ich bin dem Tor näher als ich bin dem dritten näher als die dem ersten, also. Jerome Boateng. And the verdict on added time is 2 minutes. Nein. Philipp Lahm. Here's Douglas Costa. He's coming forward. With some danger. Ach shit. Was für eine Ballannahme. Ach, da wollte ich eigentlich noch einen Schritt gehen und dann schießen. Schade. Gut. Souverän 2-0 gewonnen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, das war's erstmal für diesen Einblick in die Demo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann eventuell bis zum nächsten Mal.